Was mich immer wieder sehr fasziniert, ist der Schmiedeprozess, bei dem ein Block aus solidem Aluminium in Form gedrückt wird, als ob es sich dabei so um Butter handelte. Ja, das Besondere war hier, dass es eine Idee gab, ein solches Bicolorad zu machen, wobei ich mir ehrlich gesagt das zuerst mal gar nicht vorstellen konnte, dass man das wirklich hinkriegen kann. Der schwierigste Part bei der Herstellung dieses Rades besteht zweifelsohne darin, den Lack nachher so gezielt zu entfernen, dass das Aluminium in der gewünschten Präzision wieder zutage tritt und eben diesen gewünschten Kontrast bietet. Das ist die Kunst dabei. Es ist sehr gut zusammengelaufen. Der Wunsch, auf der einen Seite etwas Besonderes zu bekommen. Auf der anderen Seite war man aber sehr kompromissbereit, wenn es darum ging, eben fertigungstechnische Erfordernisse zuzulassen und auch umzusetzen. Zweifellos ist das eine der besten, hochwertigsten Räder, die man für sein Motorrad kaufen kann. Verarbeitungstechnik und Oberflächentechnik kombinieren sich hier zu einem einzigartigen Produkt.